Granbull ist ein Pokémon mit dem Typ Fee und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Vor Veröffentlichung der sechsten Spielgeneration besaß es allerdings den Typ Normal und erst ab der sechsten Generation den Typ Fee und entwickelt sich dabei aus Snubbull. Granbull ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon mit hauptsächlich violetter Färbung, das einer Bulldogge ähnelt. Bis auf die schwarzen Handgelenke und einen breiteren Bereich des Halses ist der restliche Körper hellviolett. Der große Kopf wird durch den mächtigen und markanten Unterkiefer dominiert. Dieser steht etwas vor und zwei mächtige spitze Eckzähne sind deutlich zu erkennen. Zwei relativ große halbkreisartige Ohren wachsen an den Seiten des Kopfes und die dreieckigen Augen bestehen aus weißer Lederhaut und kleinen schmalen und schwarzen Pupillen. Darunter ist die schwarze Nase zu sehen und der Unterkörper ist etwas breiter als der Oberkörper, wobei es über schlanke Arme und hundeartige Tatzen verfügt und auf zwei kräftigen Beinen steht, wobei noch hinten ein kurzer Schweif wächst. In seiner Shiny-Form ist Granbull dabei in einem hellen Ockerbraun gefärbt, wobei die schwarzen Körperstellen verbleiben. Granbull ist ein nicht besonders robustes und eher langsames Pokémon, kann jedoch kräftig austeilen. Es macht in Kämpfen dabei vor allem Gebrauch von seinem kräftigen Kiefer, den es für Attacken wie Knirscher, Eiszahn oder Donnerzahn ausnutzt. Auch den Rest seines Körpers wirft es Feinden mittels Kopfnuss, oder Gegenstoß sowie der Feenattacke Knuddler entgegen. Wird es zornig, prügelt es mit Raserei oder Wutanfall auf Feinde ein. Granbull macht sich seine gewisse Niedlichkeit mit der Attacke Charme zunutze. Granbull macht furchterregende Gesichter, um Feinde auf Abstand zu halten. Das schlägt sich in seiner Fähigkeit Bedroher nieder, die andere Pokémon einschüchtert und den Angriffswert dieser Pokémon senkt. Eigentlich hat es jedoch ein feiges Wesen. Exemplare mit Rasanz gewinnen an Geschwindigkeit, wenn sie eine Statusveränderung erleiden, während seltenere Exemplare mit der versteckten Fähigkeit Hasenfuß Angst bekommen, wenn sie von einer Unlicht-, Geister- oder Käferattacke getroffen werden, woraufhin ebenfalls ihre Geschwindigkeit erhöht werden. Granbull hat einen stark ausgeprägten Unterkiefer mit stolzen Reißzähnen, welche so schwer sind, dass es häufig gesenkten Hauptes geht. Allein der Anblick seiner bedrohlichen Miene vertreibt viele Angreifer, spätestens wenn es sein Maul drohend aufreißt. Granbull hat jedoch ein scheues und ängstliches Naturell und scheut Kämpfe. Es nutzt seine schmerzhaften Bisse nur, wenn es erschreckt oder verärgert wird und fuchtelt wild mit den Armen, um Angreifer abzuwehren. Als Wache ist es wegen seiner Sensibilität häufig ungeeignet, vor allem unter jungen Leuten erfreut sich Granbull aufgrund des Kontrastes zwischen seinem äußeren und seinem sensiblen Wesen größter Beliebtheit. Dabei stellt Granbull den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Snubbull. Sein Körperbau bleibt dabei annähernd gleich, aber es nimmt erwachsenere Proportionen an und prägt zwei große Hauer aus. Seine Farbe wird dabei insgesamt weniger intensiv. Und in den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Snubbull zu Granbull beim Erreichen von mindestens Level 23 ausgelöst. In Generation 2 bis 5, wo er den Typ Normal hatte, ist er immun gegen den Typ Geist und nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken, der Rest macht normalen Schaden. Ab der 6. Generation, wo er den Typ Fee bekommt, ist es immun gegen Drachenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf, Käfer und Unlichtattacken und nimmt doppelten Schaden gegen Gift- und Stahlattacken, der Rest macht normalen Schaden.